So, er erfüllt mir eine wichtige Attacke. Bitter Pudding. Läuft ein verschimmelter Pudding rum. Ist das deiner? Nö, der wäre nicht verschimmelt, der wäre bis dahin schon alle. Leerer Pudding. Ach, da brauche ich erstmal glaube ich einen anderen Köder noch. Köder? Nicht ein Köter? Köder, ja. Köter? Ein Köder, ja. Köder? Köder. Köder? Ja, ich brauche einen Köder. Köder? Ich glaube, hier brauche ich die Dings hier, wie hießen sie, die... die Perlen, nicht die Pillendreher, die Dings hier, die... die verpuppten Motten. Werkzeughändler, wo ist er denn? Importeur, Apotheker... Jetzt probiere ich mal das aus. Nee, der hat keine Köder und der Krämer. Da steht's auch, schleiche dich mit Schlaf ins Gebiet, Feindgebiet ein. Du sollst einfach nur alle einschläfern und dich dann reinschleichen. Ja. Und was ist daran so schwer? Ich weiß es nicht, ich hab's nie gelesen. Ach, da, Werkzeugmacher. Obwohl, hat der so ein Zeug dabei? Ah, verpuppte Motten. Nee, ich will nicht einen Köder kaufen. Verdammt. Zwar genau. Nee, zwei brauche ich auch nicht. Ich kaufe immer 99 davon. Und verpuppte Motten, so. Geschafft. Opa. So, dann immer einen kurzen Köderwechsel. So. Und ich angel einfach mal nackt. Machst du doch immer. Aber wenn man einen anderen Fischer sieht, ja. Der war sehr sexy gekleidet für einen Fischer. Muss doch auch so. Flusskrebs. Andere versuchen ihren Krebs loszuwerden und ich fange ihn. Komm, schnapp sie dir, Pokémon. Bin hier dabei. Ich hol mir schon Kapadors hier ohne Ende. Beziehungsweise Krabbis. Machen die auch Patscher? Patscher? Die Patscher machen, ist mir auch relativ egal. Ausprobieren. Das musst du wissen, das ist Allgemeinbildung heutzutage. Ja. Kannst du essen? Und Kapador, Platscher! Immerhin fast Level 5 erreicht. Oh. Du folgst mich gerade durch meine Quest. Und Feuer frei! Ich hatte nämlich nur Level 5er Equipment bzw. Level 6, jetzt aufwärts erst. Inhalt beendet. Mal ein bisschen länger zappeln lassen, mal gucken, ob das was bewirkt, ob der Fisch dann größer wird oder was auch immer. Nee. Immer noch Flusskrebs.
Charakter mal kurz anmelden. Charakter. So, Kopf können wir jetzt auf jeden Fall. Nein, können wir noch nicht. Erst mit Level doch 5. So, Level 6. Level 10. Machen wir die hier. Passt absolut, ey. So, Lederbotten. Alter, ich sehe aus, ey, das geht gar nicht. Verkehrte Taste gedrückt. Oh, Flusskrebs, neue Größe oder was? Da müsste ich aber jetzt echt wissen, wie weitergeht, ey. Du bist jetzt schon noch Ulda, und du? Ich bin in Ulda, ja. Warst du schon bei Muna? Nein, aber gerade hin. Ich habe ja gerade noch meine Thomas-Request gemacht. Vielleicht wird die nächste etwas einfacher. Ja, ich habe mir nie durchgelesen, dass da Schlafe steht. Schlaf. Ich fand das Ende jetzt gerade etwas komisch. Das sind sie doch immer bei denen. Ja, Hauptsache, ich sollte eine Urne zerstören und dann kommt einer der Brüder. Du hast ja das mit dem Taumatrug noch gesehen, mit dem Typen, der da Alchemie macht. Ja. Der hat dann die Urne geöffnet, um Macht zu erlangen. Und dann ist irgendwas in reingeschwoben. Der Typ, der in der Urne war, aber ist nichts verändert. Da kann er immer noch nichts, oder was? Hä? Kann er immer noch nichts. Ne, immer noch nichts. Auch obwohl da jetzt irgendwas in den Rhein gegangen ist, so ein Typen. Ein Geist ist besessen. Ich hab noch einen Kopf, jetzt hab ich so eine hässliche Maske. Ja, ich angel früher das Flusskrebse die ganze Zeit. So, jetzt bin ich in Ulda und mach schon die Quest. Langsam sollte er aber kommen. Ja, ich bin gleich da. Ich angel kurz hier noch den Fisch. Oder Krebs oder was auch immer. Ich bin Papa Schaden. Verdammt, in Ulda habe ich noch keine Flugpunkte, Reisepunkte geholt. Ich habe in Ulda alles, dafür habe ich nicht so viel in Limsa. Hauptsache, ich habe so immer noch eine hässliche Maske. Ja, mal geht's ja schnell, wenn ich mich jetzt kurz nochmal wieder an und teleportiere. Reparatur gehen. Arm geworden. So, das ist der bemalte Berg. Ja, bemalter Berg. Wie siehst du aus? Hä,
Es sind zum Teil so eine Pannennamen, ey. Walter Bergung, wie heißt du? Malte Blume. Herrn Frost. Ich bin Väterchen Frost, ja. Du? So. Mal kurz. Du brauchst das Kondom. Was? Verbrauchtes Kondom? Ist auch ein geiler Name. Für dich oder was? Natürlich, so nenne ich meinen nächsten Charakter. Verbrauchtes Kondom. Oder Eier? Mann. Der Sackhaare. Schamhaar Louis. Schamhaar und dann Louis. Gucken muss ich mir reservieren, eindeutig. Wie komme ich hier raus? Luftschiff, Schalter. Achso, ich bin schon draußen. Achso. Reden wir mal mit meinem. So, Kammer der Regentschaft haben wir schon mal. Durch die Alchemie-Gilde, dann habe ich hier unten schon mal alle. So. Ausrüstung am Kopf, ich hasse sowas. So eine hässlichen Masken oder was? Nee, diese Ausrüstung, dass ich keine am Kopf habe. Steht das sogar dran in den Rüstungen? Ja, aber ich hasse so welche Rüstung. Gibt's, ich hab noch einen Zauber gelernt. Gibt's auch, für die, gibt's auch für die Beine. Hast du keine Schuhe mehr? Echt? Jo. Hammer! Ich hab mir gerade erstmal noch zwei Dinger geholt hier. Zwei Ätheriten. Ritten. Ja, PvP-Bank hat mich wieder angeschrieben. Geil. Doch, gehen wir erstmal da rum hin. Zum Verteilen wieder. Muss das sein. Achten die Attacke. Doch gut. So, ich brauche nicht mehr viel, dann bin ich schon Stufe 20 und kann direkt das nächste machen. So, Goldschmiedegilde. Goldschmied? Ich hab mir den Ätheriten da geholt. So. Minenarbeitergilde. Schneidergilde. Oh, da könnte ich jetzt gleich mal gucken. Ob ich mir was herstellen kann. So, Webergilde. Beste Gilde. Genau, die Fischergilde. Naja. Ich habe wenigstens eine duftende Rose als Gilden. Als Gildenleiter. Und dafür habe ich kaum was an. Willst nicht wissen. Hier, berauschter Hirsch oder sengendes Gerücht. So, jetzt müssen wir kurz umschalten. Auf Pikinier wieder. Eisenscheinsoldat. So, Momodi. So, jetzt kann ich in die Mine.